Blümchen? Hervorragend, Agatha. Danke sehr. Ihr scheint was übersehen zu haben, Herzchen. Wie bitte? Nichts. Richtig, Schätzchen. Eine brave Prinzessin behält ihre Gedanken für sich. Wie wir es geübt haben. Oh. Fehl am Platze. Nachbeben? Ach, Schätzchen, wir müssen an deiner unbeholfenen Art arbeiten. Ich arbeite auch. Ich glaube, ich muss hier mal Unkraut jäten. Verflixt. Also, beim letzten Mal habe ich das flüssiger. Richtig, Schätzchen. Eine brave Prinzessin behält ihre Gedanken für sich. Wie wir es geübt haben. Oh. Fehl am Platze. Nachbeben? Ach, Schätzchen, wir müssen an deiner unbeholfenen Art arbeiten. Ich arbeite auch an meiner im Schlafkicherei. Perfekt! Perfekt! Also, wo war ich? Ach ja, der Duft. Von dort drüben. Ja. Ja. Was haben wir denn da? Agatha, wie wäre es, wenn... Unterbrich mich nicht. Das tut man nicht. Wie du willst, schleimige Schlangengurke. Erwischt. Wie schön! Noch eine Prinzessin hat sich zu uns gesellt. Prinzessin? Ein flatterndes Gewand, blasse Haut mit rosigen Wangen, eine hübsche Haube und der Duft von Lavendel. Ich erkenne eine Prinzessin, wenn ich sie sehe. Willkommen im Turm. Iss doch mit uns. Du hast ohnehin keine Wahl. Agatha, der war gut. Ich muss einfach fragen, ist das eure Nase oder esst ihr eine Kohlrübe? Ach ja, eine lustige Prinzessin bist du, aber Humor ist nicht damenhaft. Das solltest du dir merken. Komm jetzt, Zeit zum Essen. Oh, Breigesicht. Wie? Still! Wie war das? Was möchten denn alle gern essen? Für mich herzhaft. Süß, bitte.
Nach dem Essen entschuldigte sich Agatha und sagte uns, wir sollten brav unseren Schönheitsschlaf machen. Die Sonne ging unter, aber wir waren noch nicht müde. Wie schlug vor, zum Zeitvertreib ein Spiel zu spielen. Nies wählte Moral Total, ein lustiges Gesellschaftsspiel. Wie fehlte die kämpferische Komponente. Sie stimmte aber grummelnd zu. Also, wir beantworten alle Karten, die vor uns liegen. Und zwar ehrlich. Sonst funktioniert das Spiel nicht. Ein Zauber-Djinn gewährt euch einen von zwei ganz besonderen Wünschen. A. Ihr könnt 1000 Jahre lang leben. Oder B. Ihr könnt 10 Leben mit je 100 Jahren leben. Was wählt ihr?